Wir sind jetzt hier in einem Katzenaußengehege, wo zwei eher schüchterne Bewohnerinnen drin leben. Stella und Suse, die könnten als Freigänger zusammen ins neue Zuhause einziehen. Das wäre toll. Die Gitte Willeke ist die Tierheimleiterin beim Tierschutzverein Bad Soden-Sulzbach in der Nähe von Frankfurt. Und wir sind jetzt hier in einem Katzenaußengehege, wo zwei eher schüchterne Bewohnerinnen drin leben. Richtig. Stella und Suse. Spannung steigt. Stella und Suse, die könnten als Freigänger zusammen ins neue Zuhause einziehen. Das wäre toll. Wo kommen sie denn her? Die kommen aus einem Zuhause, wo sie mit vier Katzen waren. Allerdings war es mehr oder weniger nur so eine Futterstelle. Mhm. Es war ein älterer Herr, der sie zwar versorgt hat, gefüttert hat und sie konnten dort schlafen, aber sie sind nie sehr zutraulich geworden. Sind beide 2010 schätzungsweise geboren, ja, aber sehr, sehr schüchtern. Gleich werdet ihr sie sehen, die Spannung steigt. Aber im Prinzip hat der Herr alles richtig gemacht. So jemand suchen wir jetzt eigentlich wieder. Ne? Ja. Also jemand, der damit leben kann, dass die ihm nicht schnurrend auf dem Schoß springen und irgendwie vor Verschmustheit und Menschenbezug irgendwie gerade dahin schmelzen, sondern jemand, genau, der damit leben kann, ah ja, das sind Tiere, die wollen ihre Freiheit und die wollen nicht unbedingt was von mir, aber sie sollen natürlich gefüttert und versorgt werden. Die eine, die Stella ist ein bisschen zugänglicher als die Suse, ne? Genau, oder andersrum. Genau, andersrum. Also Suse ist ein bisschen zugänglicher als Stella. Sie sind schwarz-weiß, so viel dürfen wir schon mal verraten. Hier oben ist die Stella. Ich mach mal ein also kleines die Stella ist bisschen noch zurück. Schüchterner. Ja, ist gut. Das ist praktisch das, was wir als verwilderte Hauskatze bezeichnen würden, ne? Geht da also sie, wenn man irgendwo ansonsten eine Futterstelle betreut, auch ein Industriegebiet oder irgendwo, und man guckt, dass die Tiere gesund sind und kastriert natürlich und gechippt, aber sie dürfen da bleiben, wo sie sind. Aber die konnten da jetzt nicht bleiben, also die können schon ein Zuhause bei euch haben. Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Hof. Das wäre ideal. So etwas, wo sie so Platz haben. Pferdehof oder so irgendwie sowas was, wäre wo toll. Sie eben in Ruhe gelassen oder eine Scheune, wo man sagt, mein Gott, das sind halt verwilderte Hauskatzen. Wobei bei der Suse, wer ist jetzt? Ich glaube, das ist die Stella. Stella, wieder hat sie gedacht. Also nochmal, Stella ist sehr hübsch. Wie gesagt, schwarz-weiß war mit einer ganz interessanten, ja, du gehst nur immer höher mit kurz dem Kopf und wir gehen immer höher. Nur, dass du mal gesehen wirst, mit den Stella. Augen passend zu dem grünen Tuch hier. Knallgrüne Augen und eine ganz interessante Zeichnung, so, da kommt jetzt Gesichtchen. Gesichtchen. Und das wäre jetzt Suse gewesen. Ein vertrautes Geräusch sagt uns, sie sind nach innen gegangen und das machen wir dann jetzt einfach auch. So, wir kommen. So leicht bist du uns nicht los. Ja, viele Versteckmöglichkeiten. Gitte, du kennst deine Schützlinge am besten. Ich würde mal tippen, dass du da drunter sitzt. Du tippst da. Okay, jetzt wird es sehr spannend. Also, haben wir Stella oder Suse? Wer ist es jetzt nochmal? Das ist jetzt Suse. Also Suse, die schwarz-weiße mit der zauberhaften Zeichnung und den knallgrünen Augen. Ja. Überraschung, da ist sie nicht. Aber eins tiefer. Ach, hast du gedacht, da unten fällt es nicht so auf? Mhm, du wunderschöne mit deinen tollen grünen Augen. Also die Suse, eine sehr schöne dekorative Katze, ja? Absolut. Du bist ein ganz schönes Mädchen, ja? Aber kraulen und streicheln ist halt einfach nicht, ne? Ja, alles gut, alles gut.